Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spider-Man. Wir machen wieder weiter. Wir haben jetzt schon 5%. Schon richtig nice. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Bin gespannt. Und ja, mal gucken. Vielleicht treffen wir den einen oder anderen. Mal gucken. Wir sind jetzt auch schon im, ich glaube, dritten Part, oder? Kann das sein? Dritter Part? Nee, sogar schon im vierten Part schon. Wuhu! Schon cool. Mach mal meinen Sound mal ein bisschen leiser. So, finde ich okay. Spielton ein kleines bisschen lauter. So, perfekt. Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Sektoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ja. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Ja. So, mal gucken, was an der Baustelle so los ist. Mal gucken. Ja, es wird erstmal Spider-Man kommen, weil ich habe jetzt die Crew halt abgebrochen. Und ja, weil ich erstmal so Bock hatte irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr Bock gehabt. Also mache ich jetzt nur Spider-Man weiter und dann mal gucken, was danach kommt. Mal gucken. Meine treuen Zuhörer, Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer, erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen sie, weil jemand zu sinnen... Juri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Okay. Das ist cool. Mit dem Plan von Otto kannst du jetzt das Aufprallnetz herstellen. Cool. Okay. Das ist nice, Aufprallnetz. Schau dir neue Geräte mit Marken frei oder mit Teilen, die du in Mission findest. Okay, du kannst die einzelnen Geräte mit Marken verbessern. Verdiene Marken, indem du Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt, ganzen Stadt abschließt. Okay. Meine Fähigkeiten. Kann man hier irgendwie einmal. Nein, nicht die Karte. Ich wollte... Ich wollte eigentlich gucken wegen Leben. Wow, das könnte funktionieren. Mal sehen. Kann ich nicht lesen. Hab die Brille vergessen. Unglaublich! Doc wäre stolz. Wie machst du es jetzt nochmal? Schön mal geht. Ihr seid neu hier. Und ja. Sage Nummer 1. Verspätet euch mit einer Lieferung. Okay. Was? Wer ist da? Du bist der Erlebnis. Gute Nacht. Wow. Ich weiß, dass ich die Mission gerade verlasse. Okay, da ist einer. Euch nicht in die Luft befördern! Eine. Du willst mehr? Gucken, wo noch Gegner sind. Oh, ihr kommt alle hoch. Sehr gut. Oh. Ich werde dir Respekt beibringen. Au. Das gibt eine Narbe.
Sehr nice. Oh, zwei geschätzt. Nimm das! Mehrere Mellen aushalten. Wow. Sehr nice. Bam. Sehr gut. Oh oh, noch mehr von denen. Drei. Okay, so wird man wieder leben. Ich muss schon mal ein bisschen einfrieren, wie es nochmal funktioniert. Spider-Man, wir haben vier illegale Waffenhändler im Radius von 3 Blocks um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Davy! Sehr gut. Bam. Tut mir leid. Ich hoffe, du fällst in nicht so weiter Tiefe. Tut mir leid. Ich bring dir Respekt bei. So, bam. Au, oh, das muss mir schon wehgetan haben, Leute. Tut mir leid. Oh. Deckung. Deckung. Fang an zu beten. Das zahl ich dir heim. Wow. Okay, gut gehabt. Bam. Geht doch. Dein neuer Anzug verfügt über eine Anzugskraft. Anzugkräfte verleihen dir Spezialfähigkeiten. Okay. Deine aktuelle Anzugkraft baut kontinuierlich Fokus auf. Sobald sie verwendet wurde, regeneriert sich deine Anzugskraft mit der Zeit. Cool. Verflixt, die haben ihre Kumpel gerufen. Das ist aber keine. Oh, wow. Aber lieber hier oben, kommt Leute, kommt hoch. Mehr Typen, willkommen zur Party. Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Komm her. Das gibt eine Narbe. Eingesponnen. Los, auf ihn! Wo? Au. Lol. Oh, das war knapp. Hey, das ist nicht fair! Du willst mehr? Will jemand aufgeben? Nein? Nein! Das war leicht. Ach, come on. Ah, Mann, das war doch so gut. Wenigstens fangen wir das bei Welle 4 an. Du bist erledigt!
mehr, Typen. Willkommen zur Party. Hausregel? Ja. Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Will jemand aufgeben? Nein? So, ein bisschen hier. Au, Alter. Mach ihn endlich fertig. Schalte ihn aus. In der Luft kriege ich ihn nicht. Oh Mann. Ich werde eingeschwunden. Zum Erleben. Von mir irgendwo. Das hat wehgetan! Geschenk vom Boss! Von den Netzen! So down. Das wird dir das Maul stopfen. Bah. Steh auf. Bam, jetzt aber. Oh Mann, das war schon ein harter Kampf gerade. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Dankeschön. Na gut, Finish Ups hat leider nicht geschafft, aber dafür hat Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Okay. So. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Sehr nice, neue Stufe. Eine tiefe Nachbearbeitung von Fotos berühmter schon Wahrzeichen sollte ausreichen. Plus. Ich weiß schon, womit ich anfange. Sehr gut. Auf geht's zum Wahrzeichen. Da ist noch so Box, beide müssen zocken. Uhu. So. Auf geht's zum Wahrzeichen. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Weil es grün wird. Ist jetzt nicht in der Mitte. Sehr nice.
Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Ja. Sind halt so spezielle Sachen. Ich will aber gerne die Story machen. Das ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, das heißt, wir müssen für... Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Tun die Stadt und deine Ausdauerfähigkeit zu verbessern. Klar, machen wir doch. Daneben, Mission freigeschalten. Cool. Gehen wir erstmal zu dem Tower hier. Oh, das ist von der Polizei. Okay, hier ja, gut. Kuppeln wir uns mal durch. Geschafft. Hm. Ah, ein Rucksack ist da vorne. Oh, das ist gerade noch schnell. Sofortverstärkung bei Verfolgungsjagd. Bitte melden. Alle nach Grand Central. Over. Genau hier. Nochmal. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Oho. Die Zwangsräumung. Moment, Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Hm. Ja, gucken wir mal was anderes. Oh. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. Die ganzen Sachen mache ich dann irgendwie, wenn ich mal irgendwie Lust habe, die zu machen. Ich muss mich auch ein bisschen mit der Steuerung hier noch ein bisschen vertraut machen. Ich kann noch ein paar Sachen natürlich noch nicht. Also hier Netzlein noch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich bin damit irgendwie nicht richtig klar. Deswegen gehen wir erstmal hier zu Lee. 37, Achtung, Körperverletzung. Bitte in die Bowery. Ah, warte mal, das ist schon wieder was, deswegen gehen wir mal schnell hier hin. Das ist ein Schreck! Oh, lass du weg, da ist weiter Spinner! Ich hab keine Zeit! Vielleicht können wir da irgendwie helfen. Sie dürfen dem Opfer nicht mehr wehtun. Ist hier der Moshpit? Super! Au. Okay, geschafft. Ich weiß, ich bin nicht das beste Vorbild, aber man sollte echt keine Leute hauen. Okay, auf geht's. Gibt es zum Feast Asyl, okay. Machen wir doch. Buddy. Oh, Parcours wäre schon nice, aber ich kann nicht. Ich kann schon ein bisschen schwer. Man muss halt gut Gleichgewicht haben, Gleichgewichtchen haben Zeugen und Reflex haben. Nächster Officer zum Tatort. Haben einen Vorfall in Dutchtown. Over. Okay. Eine Tasche mit Klamotten. Ah, aber schon unsere Klamotten. Denke ich mal. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf dem Dach seine Klamotten hält. Na ja gut, Frühstoff und so heißt es ja immer, aber... Nee, glaube ich nicht.
Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Hey, Peter. Hey, Peter. Was gibt's? Schau, nur mal vorbei. Hey, Martin. Sorry, bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten nein, in... Nein, nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter, hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MG würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Okay. Hat Lee irgendwie... Sprachnachricht von Yuri. Martin Lee, mir draußen irgendwie... Bedenken wegen uns, weil er nämlich gerade so komisch geguckt hat, weil wir jetzt auf einmal gehen müssen. Deine Tante ist hinten, glaube ich. Hey Pete, schön dich zu sehen. Okay, mal gucken. Aber schon ein bisschen verdächtig, also von Pete, weil er hat schon viele, zum Beispiel bei Doc Ock, wegen seinem Kostüm. Und jetzt bei Lee, weil er auf einmal gegangen ist, wo sein Handy geklingelt hat. Ich weiß nicht, ob auf Peter ist ganz schön sehr schnell enttappt gefühlt. Also ertappt wird. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fisks Besitz abgesickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Es passiert ja nicht, wenn ich das nicht mache, also ist jetzt nicht so klar. Also mache ich hier die Mission. So, noch. Peter, du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Oh, cool. Nee, ich... 500 Flachsen, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wow, ist das wirklich... Geht's. Achtung, Einheiten. Meldung über Drogenhandel. Ja. Der Ort ist die Feuerwache an der Westside. Jetzt mit
Oh, da ist es doch schon. Juri hat unauffällig gesagt, besser den Hintereingang. Da bin ich. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. So Leute, dann würde ich sagen, beendet das Video schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Part schauen wir uns, was diese Maskentypen machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, könnt ihr gerne geben. Und bis zum nächsten Mal von Spider-Man.